Hallo und herzlich willkommen bei Ubi Tested. Wie wir sehen, stehen wir hier vor dem nagelneuen Dacia Jogger auf der IAA. Also hier ist ein bisschen mehr los. Ich muss mich ein bisschen, ja, sage ich jetzt mal, vorsichtig verhalten hier, damit ich jetzt selber zwar noch irgendwas davon sehe von dem Auto, aber wir fangen einfach mal an. Der Wagen ist 4,55 Meter lang, basiert auf dem Sandero bzw. auf der neuen CMF-Plattform. 4,55 Meter lang und wir haben ihn hier als Sondermodell Extreme, so wie er dann auch zum Marktstart kommt. Wir sehen, das ist dann im Prinzip ein Sandero Stepway mit schwarzen Leichtmetallrädern und Sonderbeklebung, hier so ein bisschen Carbonoptik. Dann haben wir hier auch das schöne Lackierung, dieses neue Orange, was jetzt auch der Duster Facelift eingeführt hat. Das Besondere ist, der Jogger löst den Logan MCV und den Dacia Docker ab. Und deswegen ist das Auto auch als Siebensitzer ausgelegt. Im Endeffekt ist das eigentlich eher ein Stepway Kombi, wenn man mal ehrlich ist. So ein bisschen vom Megane oder vom Scenic übernommen, sage ich jetzt mal, sind diese hochkanten Rücklichter, die wir haben. Ich finde, das hat auch so ein bisschen was von Volvo-Style. Jetzt auch hier so Dacia-Schriftzüge drinnen, aber weiterhin Halogenlicht, während wir an im Frontscheinwerfer LED-Abblendlicht haben. Am Heck sehen wir auch sehr, sehr klassisch, eher Kombi. So ein bisschen Hochdach spielt mit rein. Und wenn wir jetzt mal hier hinter die Heckklappe blicken, dann sehen wir, der Dacia Docker, der Dacia Jogger, so rum, ist ein Siebensitzer hier. Die Rücksitze, wenn sie so aufgestellt sind im Siebensitzer, dann haben wir 160 Liter Stauraumvolumen. Wir können die Lehnen umklappen und wir können sie aufstellen dann oder komplett ausbauen. Dann haben wir die Möglichkeit, bis zu 706 Liter Stauraum zu haben. Und wenn wir dann auch noch die Vorderbank komplett umlegen und aufstellen, haben wir bis zu 1806 Liter Stauraumvolumen. Wie machen wir das Ganze? Ist ein bisschen schwierig mit einem Hand. Hier klickt es dann, dann ist es schwierig, denn, so, jetzt brauche ich mal mein Knie. So, dann legen wir das einmal um, dann sieht das Ganze so aus. Und wenn wir hier unten die roten Laschen ziehen, dann, so, Sekunde, muss ich mir, Finger Trouble. Dann ziehen wir das Ganze und dann können wir die hier auch noch entsprechend aufstellen. Und dann da unten die zwei roten Hebel lösen, dann können wir das auch ausbauen. Wie wir sehen, haben wir jetzt hier Taschenhaken noch untergebracht. Es gibt auch ein Rollo, so wie es ausschaut hier eben, was man einhängen kann. Das sind dann hier die Befestigungspunkte für eben wahrscheinlich den Fünfsitzer. Ich finde aber, das ist schon sehr gelungen, vor allem wenn man jetzt schon mal so grob sieht, wie die Platzverhältnisse hier im Kofferraum sind. Das hat schon was auf alle Fälle. Und jetzt machen wir hier mal die Klappe zu und schauen uns einfach noch mal ganz kurz den Innenraum an. Dann werfen wir den Blick in den Fond. Hier sehen wir wie immer ganz normal diese Dreier-Einzelsitze wohlgemerkt so ein bisschen, wobei eine Bank zwei Drittel, ein Drittel umlegbar. Kopfstützen haben wir hier auch, jetzt spiegelt die Sonne hier ein bisschen doof, aber wir sehen hier ISOFIX-Punkte und zwar nur an den Außenbahnen. Und dann haben wir jetzt neu ebenfalls auch diese Klapptische, die wir hier haben. Ja, so ein bisschen robust sind sie, aber wenn man ein bisschen drauf drückt, dann klappen sie auch nach unten. Die Tür hier hinten im Fond ist angenehm groß, das ist schön. Dann haben wir auch hier ein ordentliches Ablagefach, da ein guter Zuziehgriff und jetzt gucken wir einfach mal ganz kurz hinein. Und da sehen wir auch hier im Innenraum den klassischen Sandero. Da gibt es natürlich jetzt nicht, was sich verändert hat. Warum auch? Vorne das 8 Zoll Display, was wir haben. Media Display oder Media Nav. Dann den Handyhalter, den praktischen. Den habe ich euch auch schon im Sandero vorgestellt. Da könnt ihr gerne mal das Video anschauen. Dann haben wir hier die Klimaautomatik verbaut. Und vom Stepway übernommen sind diese mit Stoff bespannten Interieurleisten oder Armauflagen hier in den Türen, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Was ist natürlich jetzt die nächste große Frage? Was haben wir denn unter der Motorhaube hier vom Dacia Jogger? Da gibt es auch was komplett Neues, das muss man auch gleich sagen. Und zwar gibt es hier jetzt einen 1 Liter TCE Motor mit 110 PS Leistung. Den gibt es jetzt so noch nicht bei Dacia. 200 Newtonmeter Drehmoment, der sollte gut vorangehen. Und dann haben wir auch noch einen EcoG genannten Motor mit 100 PS.
hier verbaut. Und dann ein Kraftstofftank von 40 Liter Autogas bzw. 50 Liter Benzin. Zum späteren Zeitpunkt, Dacia sagt 2022, 2023, wird es dann auch noch eine Vollhybrid-Variante geben mit dem 1,6 Liter Vierzylinder-Motor und 140 PS, wie schon erwähnt. Den kennt man so schon aus dem Megane zum Beispiel bzw. dem Clio. Also dürfte durchaus auch eine sehr interessante Antriebsalternative sein. Schreibt mir mal unten in die Kommentare eure Meinung zum Dacia Jogger. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und dem Ganzen ein Like zu geben. Und ich bedanke mich von der IAA hier in München. Tschüss und Servus, euer Ubi.